Und als er kam zu sterben, zählt er. Ja, Königin Thule ist wieder, was heißt wieder, ist eine Geburt von Olli und mir im Bus, in unserem neuen, schönen, lieben, feinen Tourbus entstanden. Wir wollten natürlich noch ein Volkslied machen im neuen Programm und da haben wir überlegt, was wir machen können. Und Königin Thule ist dann entstanden. In einem wieder sehr überraschenden musikalischen Gewand. Ich glaube, diesmal ist es Trip-Hop, kann man das so nennen? Ja, ganz schwierig. Ja, ja. Ethno-Trip-Hop. Ja. Auf jeden Fall hat es Potenzial für meinen Lieblingstrack auf der Platte. Ich finde es tierisch geil und ich freue mich mal, ich kann nicht mal richtig tief singen. Das macht so Bock. Das hat auch Potenzial für eine Volkslied-Auskopplung von Café Del Mar. Und mit Auslöser für das Arrangement war, dass Lukas was Neues gelernt hat, nämlich Lip-Bass, und das unbedingt mal einsetzen wollte bei einem Stück. Mach mal. Nee, das CD kaufen. Alles klar. Trank letzte Lebensglut und warf den Heiligen.